So, jetzt reiten wir hier links. Gut. Nicht durch die Pampa. So, hier. San Gimignano. Jo. Ich will dieses Grab noch geplündert haben. Weil ich brauche den Schlüssel. Ich brauche hier den Siegelschlüssel. Die sind wichtig. Hüpf. Oh, was, über den Heuhaufen kommst du nicht drüber? Machst du einen Scherz? Lol. So. Und rein hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Eingang war. Ehrlich? Soll ich Leine ziehen? Tschüss. Es gibt kein R hier. Das ist noch besser. Wieso hast du mir jetzt so gezuckt? Wie kannst du nur die Verstorbenen entehren? Ich kann halt. Schamloser Degen. Denk gar nicht erst dran. Die Qualität unserer Nähte ist legendär. Ihr habt doch nichts, was ich brauche. Ihr wisst, dass ihr das Beste bekommt. So. Jetzt gehen wir hier gleich beim nächsten Mal links. Oh Mann, wieso laufen die immer mitten in der Furt rum? Nun gut, ihr wollt es, ich habe es. Die aktuellsten Kanzler aus Florenz. Und da ist es auch schon. Jetzt muss ich. Nee, da vorne ist es erst. Hier. Wo ist jetzt der Eingang? Da? Sehe aber nichts. Hier. Okay, jetzt geht's da rein. Und flupp. Oh je, das Geheimnis des Torre Grossa. Den Torre Grossa infiltrieren und das darin versteckte Assassinen-Siegel finden. Das gibt jetzt Action. Tjo, wie mache ich das? Okay, eintauchen ist, glaube ich, nicht so eine gute Option. Also jetzt werde ich gesucht. Na, bravo. Gut, jetzt kann ich hier aber rumklettern, das ist gut. Das ist noch das Leichte. Oh, wie wieder Waren. Gut, jetzt, oh weh. Jetzt muss ich aufpassen. Wie ein Luchs. Mal gucken, ob er es merkt. Ich mache jetzt mal hinter dem her. Hey, das könnte er sein. Eccolo, da! Na komm, geh kaputt. Tschüss. So, und du fällst auch um. Mit Schnellspeed. Was fällt denn dir ein da, hä? Guck mal, was hast du davon? Kriegst du ein paar schöne angespitzte Backpfeifen hier. Das geht doch nicht. So ein Rüpel. Hat mal einen Panzerpunkt abgezogen. Oder Lebenspunkt, besser gesagt. Das geht doch nie. So ein Sack. So, was gibt's denn hier? Okay, ist das, um das zu bedienen? Irgendeine Seilwinde.
Jetzt werde ich die Spider bedienen müssen. Da komme ich auch nicht hoch. Aber hier könnte ich hoch. Also kann ich auf jeden Fall nicht hochklettern. Tja. Ist jetzt die Frage. Wie kommt man hier weiter? Ich muss mich hier mal umsehen. Erstmal, nee, hatte ich ja ausgeplündert, ne? Ja. Den auch? Den noch nicht. So, noch ein Wurfmesser und drei Schäkel dazu. So. Ach du Scheiße. Das ging gut. Ja, das ging nicht gut. Wieso hat es jetzt nicht geklappt? Es hätte klappen sollen. Normalerweise hätte er rüberklettern können. Ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem war, dass er es nicht gemacht hat. Das war total falsch getimed. Irgendwie. Der kann doch einfach Kerzen gerade da rum. Verstehe ich nicht. Das mache ich jetzt auch so. So. Das geht doch wunderbar. Gut, jetzt geht er weiter. Und jetzt? Jetzt muss er dorthin. Das sind wieder Rätsel. Gut, da komme ich hoch. Ja. Okay, da ist noch irgendwo eine Wache da hinten drin. Wo ist denn der? Der ist oben. Der ist oben. Okay, da muss ich irgendwie versuchen, so dran zu kommen. Na komm her. Na komm, voll da rum. So. Weg ist er. Platsch. Okay, da drüben glitzert's. Wie kommen wir jetzt dorthin? Oh, yeah, yeah. Okay, das sind auch wieder lauter Wachen. Ich komme auch hier nicht rein. Das heißt, diese Kiste wird mir vorher erstmal verwehrt bleiben. Okay. Oh, oh. Kommen die rum? Nee, die kommen nicht rum. So, weißt du was? Dem schmeiße ich jetzt einfach ein paar Wurstmesser hin. Oh, der ist fad. Die sind jetzt nervös. War ja auch so bezweckt. Tötet. Einer raus. So, die habe ich jetzt auch nervös gemacht. Gucken, ob er rumkommt. Ja, er kommt rum. Er guckt. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Nö. Ich habe nichts gesehen. So, hopp. Nächsten ausplündern. Und gleich noch hier den Goldstinger. Seine super Knollenplattenrüstung. So, jetzt geht's weiter. Weiter hinein. Das geheiligte Grab.
Kommt man da rauf? Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. Möglich wär's. Doch, man kommt hoch. Hier die Ringe. Oder hier. Lol, ich zieh mich hier an dem Hirschkopf rauf. Gut. Das war sehr gut. So, den lassen wir jetzt auch verschwinden. Guckt euch mal die ganzen Gemälde hier an. Ist das nicht ein Traum? Solche geheimen Katakomben. Das ist ja fast vergleichbar hier mit dem mit der Legende von der Bernsteinkammer. Hier kommt. So. Ich sehe. Du siehst gar nichts. Schneller! Ich sehe nichts mehr. Ja, da muss schon runterkommen. Ich bleib hier hängen, den ganzen Tag, wenn es sein muss. So, und du bist jetzt auch fort. So ein Stinke. Gut. Der ist weg. Jetzt ist die Frage. Hier oben geht's noch weiter. Das heißt, da werde ich noch mehr Arbeit haben. Das heißt, ich werde diese Nippel da benutzen müssen. Irgendwie. Oder nicht. Ich weiß es nicht. Kann es nicht hundertprozentig sagen. Ne, erstmal die Kronleuchter hier. Das macht mehr Sinn. Erstmal die Kronleuchter zu benutzen. Oh Mann, wie das wackelt. So, und jetzt? So, jetzt? Die Nippel, die tauchen gar nichts. Gut, also muss ich wieder auf die Kronleuchter gehen. Dann da drüben vielleicht irgendwie hochkommen. Das könnte vielleicht helfen. Hey, das könnte er sein. Nee, keiner da. Keiner da. Keiner da. Jawohl, guck mal hier. Da komme ich tatsächlich hin. Super. So, oh yeah. Und wie soll ich da jetzt weiterkommen? Ach, du liebes Lieschen. Da soll ich jetzt rauf? Nee, das verlangst du nicht wirklich von mir. Das verlangst du nicht wirklich von mir. Das kann ich nicht machen. Ach, du heilige Kacke. Da kommt mir bekannt vor. Echt? Tschüss. So, der schweigt. Der schweigt für immer. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Also diese kleinen Dinge sind nicht zum Klettern gedacht. Aber hier, die Dinge gingen zu klettern. Kurioserweise. Kurioserweise. Aber ganz hoch kommt man damit eben nicht. Man kommt nicht hoch. So, und jetzt? Vielleicht doch da drüber irgendwie. Doch, das geht. Und da geht's weiter. Das ging ja nochmal leicht. Ich rechnete schon mit Schlimmerem. So. Hätte ich bloß nicht meinen Mund aufgemacht. Verdammt. Das ist zu viel. Zu viel. Ah. Gut. Dann gehe ich jetzt hier mit der Kitzelknolle ein bisschen zu Werk.
um die auszuschalten. Gut, es geht überwachen. Da will ich ja gar nicht hin, da will ich hin. So, und jetzt? Wie kommt man hier weiter? So. So, technisch gesehen sieht er mich hier nicht. Wenn ich jetzt da gleich rüberflitze, wird er mich hoffentlich auch nicht sehen. Gut, er sieht mich auch nicht. Tschüss. So, hopp. Gut, 5 Pfennig noch dazu bekommen. Jetzt geht's da oben weiter. Und die nächste Wache stellt sich jetzt mir in den Weg. Wo steht der? Ah, der steht noch weiter oben. Oh, Mann. Ich stelle mir gerade die Frage, bei so einer Gekletterei, haben die Wachen das auch auf demselben Weg gemacht wie ich hier? Oder haben sie es anders da gemacht? Nee, jetzt. Du Scheiße. Der, oh Gott. Dass der das jetzt nicht sieht. So, tschüss. Tschüss. Bruder Halinski, du. Bruder Halinski. Gut. Wo komme ich jetzt hier durch? Oder muss ich noch weiter rauf? Muss ich da noch weiter rauf? Nee, ne? Sag nein. Sag bitte nein. Dass ich nicht noch weiter rauf muss. Doch, ich muss weiter rauf. Und es gefällt mir nicht. Ich muss noch viel weiter rauf. Uah. Gut, es geht noch. Da war die Kathedrale schon wesentlich heftiger. So, hopp, das packen wir voll. So, hopp, jetzt machen wir hier so eine, irgendwie so eine Wende. Hopp, hopp. Ja. Wunderbar. Okay. Und drehen. So, erstmal die Schätze plündern. Gehört sich natürlich dazu. Ich brauche die Kohle. Jedes Schäkelchen zählt. So, da hinten ist noch eine Kiste. War da auch noch eine? Ne, oder gibt es nur 3? Gibt es nur 3 Kisten. Aber wenn man denkt, dass hier das immer bewacht wird, das ist schon geil. So, machen wir mal den Deckel auf. So, ah, jetzt kann ich da oben raus. Okay. Das ist gut. Und nochmal extra Kohle. Das Geheimnis des Torre Grossa. Synchronisiert. Flinke Wachen sind schneller als andere Wachen und in der Lage, Ätze zu fangen. Boah, aber die kriegt man auch platt. Die kriegt man auch platt. Aber immerhin, ich habe schon fast die Hälfte. So,
Gibt's hier sonst noch irgendwo was? Da gibt's auch noch eine Nebenmissi. Da kann ich Kleptoman spielen. Nee, das ist eine Prügelmissi. Das ist eine Prügelmission. Dann mache ich das mal. Die will ich auch mal ausprobieren, ob das leicht ist. Oder ob es weniger leicht ist. So, und plumps.